Denkseiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz oder herzlich willkommen zurück, diejenigen, die schon bei der vorhergehenden Veranstaltung da waren. Ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste, den Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Staatsminister beim Bundeskanzler, Herr Carsten Schneider, herzlich willkommen, und Frau Professor Dr. Marion Reiser von der Universität Jena ist dabei, die an dem Bericht mitgewirkt hat. Sie stellen uns den Bericht des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland vor, und damit genug der Vorrede. Ich übergebe direkt an Herrn Schneider, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich habe heute im Bundeskabinett den Bericht 2024 vorgelegt. Das ist nicht der Bericht zum Stand der deutschen Einheit klassischerweise, den hatte ich im letzten Jahr, sondern habe im Jahr 2022 die Freiheit genommen, Autorinnen und Autoren einzuladen, um damals einen anderen Blick auf Ostdeutschland zu werfen. Und in diesem Jahr bin ich darauf zurückgekommen und habe über 20 Autorinnen und Autoren gebeten, aus dem Ausland, aus Ost- und Westdeutschland, ihre Sicht auf Deutschland zu beschreiben. Daraus ist aus meiner Sicht ein sehr umfassendes, aufgeklärtes und auch unterhaltsames Bild geworden. Es geht um Fragen Lech Walesa, des Mauerfalls vor 35 Jahren, die Bedeutung, die insbesondere auch die polnische Solidarność-Bewegung hatte. Der Außenminister Litauens schreibt über die Freundschaft zu Deutschland und auch die neue Rolle, die Deutschland in NATO, in EU einnimmt. Und es gibt Autoren, die sich mit der Pressefreiheit beschäftigen, mit Migrationserfolgen. Michael Bär, Abteilungsleiter in Thüringen, über den Arbeitsmarkt und Erfolge, die dort durch gelungene Integration in den Arbeitsmarkt von Migranten passiert ist und insbesondere Thüringen auch stärkt. Es geht auch ein Bild Ostdeutschlands und Deutschlands in dem heutigen Jahr, 35 Jahre nach der Einheit. Der Kern ist frei, vereint und unvollkommen. Das heißt, dieses Land heute ist ein anderes als 1989, 1990. Auch Westdeutschland hat sich verändert. Und das Miteinanderleben und das Aufeinanderzugehen und das Miteinander zusammenkommen und dieses Land zu gestalten, ist weiter fortgeschritten, als vielerlei und oft bemerkt wird. Darauf wird Frau Professor Reiser nachher noch mit ihren Vorstellungen zum Deutschlandmonitor, den sie gemeinsam mit anderen Universitäten eingebracht hat, hinweisen. Wir kommen, Frau Wolf fragte mich gerade, ob ich bewusst den Termin nach den Landtagswahlen gelegt habe. Das ist nicht bewusst, sondern es ist halt die Woche vor dem 3. Oktober, deswegen sind wir heute hier und legen diesen Bericht vor. Aber ich bin durchaus froh, dass wir nach den drei Landtagswahlen jetzt auch ein Resümee ziehen können und zum einen feststellen, dass wir es mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung zu tun haben, sowohl bei der Landtagswahl, aber auch schon im Vorfeld der Europawahl und der Kommunalwahl. Das ist also die Demokratie an sich, im Ost und wie West, Hauptgesellschaftsmodell favorisiert wird, dass aber eine Unzufriedenheit auch mit der Politik gibt. Das muss ich angesichts der Wahlergebnisse bekümmert mich das natürlich. Und ich sage das vor allen Dingen, weil die Erfolge, insbesondere durch die starke Rechtsextreme und Populisten, dem Image Ostdeutschlands schaden. Und wenn ich in den vergangenen Jahren einen Großteil meiner Arbeit oder der Arbeit auch meiner Vorgänger darin bestand, die ökonomischen Rahmenbedingungen für Ostdeutschland zu verbessern, Infrastrukturprojekte, Zuschüsse zu Investitionen, Aufbau von Universitäten, aber auch insbesondere des Forschungsnetzwerks, so ist es heute doch im großen Teil auch geprägt von Demografie. Das heißt Zuzug, Zuwanderung und letztendlich Entwicklung in den Regionen. Und da will ich keinen Hehl draus machen, dass die Ergebnisse natürlich da erstmal ein starker Dämpfer sind, weil für viele Menschen, die, und da meine ich gar nicht aus dem Ausland, sondern viele
Menschen, die in Westdeutschland leben und geboren sind, sich sehr genau überlegen, ob sie nach Ostdeutschland gehen. Wir brauchen diese Binnenmigration sehr bewusst und wir hatten sie in den vergangenen Jahren. Über 3 Millionen Westdeutsche sind nach Ostdeutschland, 5 Millionen Ostdeutsche sind nach Westdeutschland seit 1989, 90 jeweils gewandert. Trotzdem darf es nicht zu einer Stigmatisierung führen. Darum bitte ich auch Sie in der Berichterstattung, 70% haben die AfD nicht gewählt und es ist auch kein rein ostdeutsches Problem. Auch in Hessen wurde die AfD 2023 mit 18,4% zweitstärkste Kraft. Aber Ostdeutschland ist Seismograph für eine politische Entwicklung und auch jeweilige Wahrnehmung von Problemen, aber auch Stimmungen in Deutschland. Zur friedlichen Revolution in diesem Jahr haben wir nicht nur 75 Jahre Grundgesetz, sondern 35 Jahre friedliche Revolution zum 35. Mal am 9. November. Ich habe deswegen gemeinsam mit Kirchen, DGB, BDA, Städtetag und weiteren einen Aufruf gestartet, insbesondere in den Regionen, in den Dörfern, in den Städten und Gemeinden, daran zu erinnern und insbesondere an diejenigen, die damals den Mut hatten, sich gegen den Staat, gegen die Gefahr für Leib, Leben, Familie dagegen zu wehren und für ihre Freiheit zu kämpfen, die wir heute beglückend in einem gemeinsamen Land wahrnehmen können. Wenn es etwas gibt, was ich als politischen Punkt herausarbeiten möchte, dann ist es, die stille Mitte der Gesellschaft zu stärken. Stille Mitte heißt diejenigen, die Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft, die in Vereinen tätig sind, in kleinen Dörfern, sich darum kümmern, dass es läuft. Diese Menschen habe ich und diese Gruppen habe ich mit dem Projekt Machen in dem vergangenen Jahr unterstützt, zwischen 3.000 und 5.000 und 10.000 Euro. Aber vor allen Dingen ging es auch um eine öffentliche Anerkennung der Arbeit vor Ort. Das Zweite, es gibt ein Mismatch zwischen gesellschaftlichem Engagement und finanziellem Kapital. Ein Großteil der Stiftungen, also der freien privaten Stiftungen in Deutschland, sitzt in Westdeutschland. Ein Großteil des Geldes dort wurde auch investiert und aus diesem Grund habe ich gesagt, aber es ist ein etwas, das wir ändern müssen, weil ein Großteil des Bedarfs natürlich auch in Ostdeutschland liegt. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der Zeitstiftung und anderen Zelk-Stiftungen bundesweit tätige Stiftungen und Unternehmen gebeten, sich an einem Zukunftsweg Ost zu engagieren, haben 1 Million Euro eingesammelt, die in Kleinstprojekte zwischen 1.000 und 5.000 Euro investiert werden und die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland stärken. Das sind kleine, aber wichtige Schritte. Nun zu den Unterschieden. Ich habe ja auch geschrieben, frei, vereint und unvollkommen. Unterschiede muss man aushalten. Unterschiede, die kultureller Natur sind, sind sogar bereichernd. Es gibt regionale Unterschiede in den Traditionen, in der Art des Auftretens, in der Art auch, wie politische Partizipation stattfindet. Aber es gibt auch Unterschiede, die materieller Art sind und die sind nicht zu akzeptieren. Dort ist die politische Arbeit notwendig, um sie zu verändern. Das ist zum einen die immer noch geringeren Vermögen, die insbesondere dazu führen, dass in Krisen man besonders in Ostdeutschland sensibel ist, weil eher Rücklagen fehlen, Wohneigentum seltener ist und zum Beispiel auch Einkommen aus Vermietung, Verpachtung nicht da, sodass allein auf das Lohneinkommen oder auf die Rente die Sicherheit des Lebens baut. Da haben Charlotte Bartels und Theresa Neef vom DIW einen Text dazu geschrieben. Zweiter wichtiger Punkt ist die Frage von Führungsebene, von Repräsentation und Teilhabe in der Gesellschaft. Wir haben dazu in der vorigen Woche bereits die Ergebnisse des Elitenmonitors der Universität Leipzig vorgestellt. Im Kern in der Wirtschaft sind nur 4% der Positionen, die entscheiden, durch Ostdeutsche besetzt. 20% der Bevölkerung in Deutschland sind Ostdeutsche. In der medialen Bereich sind es nur 8%. Im politischen Bereich ist es fast 20%. Im Bereich der Bundesverwaltung habe ich diese Zahlen erheben lassen, gemeinsam unterstützt auch von den anderen Ministerinnen und Ministern. Also, dass wir jetzt Klarheit haben und in den letzten 2 Jahren von 13,9% auf 15% die Repräsentanz, also auch ostdeutsche Führungspositionen gestärkt wurde. Warum ist das wichtig? Weil es auch um das Teilhabe am Sagen geht und weil das Sagen manchmal auch das Sein bestimmt und auch das Wahrnehmen. Und wenn ich das sagen darf, Ihnen eine kleine Anekdote, warum sich manche Ostdeutsche als immer noch als Bürger zweiter Klasse fühlen, dann ist das einer der Gründe. Ich will aber eine Anekdote zum Thema Ignoranz hier nennen. Das ist ein sehr populäres, geht mich um den Deutschen Fußballbund.
Vergangenes Jahr verkündete der DFB das 1000. Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ich bin selbst Fußballfan. Es fand am 12. Juni gegen die Ukraine statt und endete 3:3. Wenn Sie auf dfb.de gehen, finden Sie dort einen Text, der das 1000. Spiel würdigt. Es unterschlägt aber die 293 Länderspiele der DDR. Im Gegenteil, die DDR wird als gegnerische Mannschaft erwähnt. Ich zitiere, Sie alle erinnern sich an das 1:0 1974. Die 999 A-Länderspiele, deutschen A-Länderspiele, verteilen sich auf 89 Gegner und Staaten. Einige, Achtung, wie die DDR, eine legendäre Eintagsfliege in der Sammlung, gibt es nicht mehr. Hier zeigt sich aus meiner Sicht ziemlich gut, wie bis heute das Vereinigte Deutschland 1990 einfach als Fortschreibung von Westdeutschland gesehen wird und der ostdeutsche Teil quasi nur als Gegner existiert. Und ich, der beide Länder und Länderspiele verfolgt habe, finde das nicht nur ignorant, sondern gefährlich. Und Populisten nutzen solche Stimmungen oder wie Steffen Mau sagt, Polarisierungsunternehmer. Von daher freue ich mich über Ihre Fragen, will noch einen Hinweis geben. Am 28. September, am Samstag dieser Woche, werde ich in Halle eine Fortsetzung der Ostdeutschland-Konferenz 2030, letzte Woche in Leipzig, stattfinden. Da geht es um 300 Teilnehmern aus der Zivilgesellschaft Ostdeutschlands, um Demokratie, Gesellschaft, Potenziale Ostdeutschlands, aber natürlich auch die Probleme. Und das habe ich insbesondere auch bewusst nach den Landtagswahlen zu einer gemeinsamen, nicht Begutachtung, aber gemeinsamen Beratung und auch unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse gelegt und freue mich sehr, wenn Sie daran teilnehmen und auch darüber berichten würden. Vielen Dank. Sie schließen jetzt aktiv noch an, oder? Ja, sehr gerne. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich jetzt sehr, Ihnen im Folgenden ganz knapp zentrale Befunde des diesjährigen Deutschlandmonitors vorzustellen. Und der Deutschlandmonitor, Carsten Schneider ist ja schon darauf eingegangen, geht auf eine Handlungsempfehlung der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit zurück, wird von einem Forschungskonsortium des ZSH Halle, der Universität Jena und Gießes Mannheim durchgeführt. Und unser Auftrag ist es, neben der jährlichen Untersuchung der politischen und gesellschaftlichen Einstellungen in Gesamtdeutschland, jährlich auch jeweils ein relevantes Schwerpunktthema ins Zentrum zu rücken. Und in diesem Jahr, aufgrund der Jubiläen 35 Jahre friedliche Revolution und 75 Jahre Grundgesetz, lautet dieses Thema: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also welche Gesellschaft wünschen sich also die Bürgerinnen und Bürger? Welche Zielvorstellungen, Werte und Einstellungen sind dabei prägend und zentral? Und ein Kennzeichen unserer pluralistischen Gesellschaft ist ja gerade, dass es eine Vielfalt an Sichtweisen und Perspektiven gibt. Und gleichzeitig ist es aber auch essentiell, dass es in der Gesellschaft einen Grundkonsens über zentrale Prinzipien, Grundrechte und Werte gibt. Und gerade vor dem Hintergrund der multiplen Krisen, Pandemie, Klimawandel, Kriege, Inflation, stellt sich eben die Frage, ob und wie sich das auf die Vorstellung über die gewünschte Gesellschaft widerspiegelt. Zunächst möchte ich einen ganz kurzen Überblick zur empirischen Basis geben. Wir haben im April und Mai dieses Jahres insgesamt knapp 4000 Personen telefonisch befragt. Diese Befragung ist repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren. Und wir werden im Januar 2025 einen vertieften, ausführlicheren Bericht vorlegen, der darüber hinaus auch eine regionale Vertiefungsstudie in ausgewählten ost- und westdeutschen strukturschwachen und starken Regionen und auch qualitative Fokusgruppeninterviews umfassen wird. Heute möchte ich Ihnen aber bereits eben zentrale Befunde dieses Schwerpunktthemas präsentieren, möchte mich auf 5 zentrale Punkte konzentrieren. Erstens zeigt sich sehr deutlich, dass es in Deutschland einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die gewünschte Gesellschaft gibt. So möchte wirklich die übergroße Mehrheit von jeweils mehr, teilweise deutlich mehr als 80%, in einer Gesellschaft leben, in der freiheitlich-demokratische Grundrechte und Grundwerte gewährleistet sind, wie die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Chancengleichheit, ein friedliches Zusammenleben der Religionen, ein gelebtes soziales Miteinander, soziale Gerechtigkeit, aber auch das Leistungsprinzip. Bei den aktuell stark diskutierten globalen Herausforderungen Klima
und Migration zeigten sich jedoch erwartungsgemäß sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Bevölkerung. 57% wollen in einer klimaneutralen Gesellschaft leben, 56% in einer Gesellschaft, in der Zuwanderung als Chance begriffen wird. Das heißt, auch wenn jeweils mehr als die Hälfte der Befragten diesen Vorstellungen positiv gegenübersteht, äußern sich eben gleichzeitig auch immer signifikante Anteile ablehnend oder ambivalent. Und wir sehen, dass diese Skepsis und Ablehnung in Ostdeutschland weiter verbreitet ist, und zwar insbesondere bei Älteren, die in der ehemaligen DDR sozialisiert sind. Bei den jüngeren Menschen sehen wir, dass die Gesellschaftsbilder in Ost und West sehr ähnlich oder sogar identisch sind. Zweitens zeigt die Studie sehr deutlich, dass die Freiheitsrechte als Grundlage für ein gutes gesellschaftliches Miteinander einen sehr hohen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Presse- und Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, die freie Entscheidung über das Eigentum sind für jeweils mehr als 90% der Bevölkerung wichtig oder sogar sehr wichtig. Allerdings sieht jeweils mindestens circa ein Drittel bis teilweise sogar 40% der Bevölkerung diese Freiheitsrechte aktuell in der Praxis nur teilweise oder gar nicht als erfüllt an. Und das betrifft vor allem die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit, wo dies 39% bzw. 40% der Befragten äußern. Und diese Defizite werden überdurchschnittlich oft in Ostdeutschland von Personen mit einer Parteineigung zur AfD und zum BSW und von Personen mit populistischen Einstellungen wahrgenommen. Drittens, ich habe gerade gesagt, ein starkes soziales Miteinander ist ein hohes Gut und wird gewünscht für die Gesellschaft, aber gleichzeitig empfindet die große Mehrheit in Deutschland aktuell kein gesamtgesellschaftliches Wir-Gefühl. So glauben nur 14%, dass es in unserer Gesellschaft einen großen Zusammenhalt gibt. Und nur ein Viertel der Befragten glaubt, dass sich Mitmenschen gegenseitig unterstützen. Und dieser Befund steht in einem deutlichen Kontrast zu den Befunden aus dem vergangenen Jahr, wo 63% der Bevölkerung oder der Befragten gesagt haben, dass vor Ort in ihrer Kommune ein sehr starker Zusammenhang vorherrscht. Insofern sehen wir also hier deutliche Ebenenunterschiede. Eine weitere Dimension einer gewünschten Gesellschaft sind viertens die Vorstellungen zur Rolle des Staates, insbesondere im Bereich der Sozialpolitik. Und hier sehen wir, dass es in Deutschland traditionell hohe Erwartungen an den Staat gibt und dass im Vergleich zum Vorjahr dieser Wunsch nach einem starken Sozialstaat nochmal deutlich von 68% auf 74% angestiegen ist. Dieser Wunsch nach einem starken Sozialstaat war in den vergangenen Jahrzehnten immer deutlich stärker in Ostdeutschland als in Westdeutschland ausgeprägt. Das hat sich in den vergangenen Jahren schon aneinander angeglichen und das hat sich so fortgesetzt, dass unsere diesjährigen Daten nun erstmalig keinen Ost-West-Unterschied mehr zeigen und wir können feststellen, dass sich hier der Westen an die Einstellungen im Osten angeglichen hat. Und schließlich haben wir fünftens gefragt, was in der Abwägung von Freiheit, Gleichheit oder Sicherheit bevorzugt wird. Und hier zeigen unsere Daten deutliche Verschiebungen im Vergleich zu früheren Untersuchungen, nämlich dass in der Abwägung zwischen Freiheit und Gleichheit nun 73% die Freiheit bevorzugen und insofern deutlich stärker betonen. Und in der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit äußern 54% eine Präferenz für die Sicherheit. Das heißt, wir sehen, es gibt nicht nur ein großes Freiheits-, sondern auch ein großes Sicherheitsbedürfnis in der Gesellschaft. Insofern möchte ich zusammenfassend festhalten, dass es, und ich denke, das geht teilweise in den öffentlichen Debatten unter, einen hohen gesellschaftlichen Konsens mit Blick auf gemeinsame Grundwerte, Grundrechte und Zielvorstellungen über die Gesellschaft gibt. Und gerade bei jüngeren Menschen haben sich diese Vorstellungen in Ost und West nahezu angeglichen. Und gleichzeitig zeigen sich im Deutschlandmonitor, aber nicht nur da, deutliche Differenzen und Kontroversen in den Vorstellungen und Einstellungen, unter anderem zur Rolle der EU, zu Klima- und Migrationsfragen, aber auch zur Frage, was bestimmte Grund- und Freiheitsrechte ausmacht und inwiefern sie aktuell in Deutschland erfüllt sind.
Und daher, und damit möchte ich schließen, ist es wichtig, die Debatte darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, unter Einbeziehung dieser unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven zu führen. Und zwar vermutlich zukünftig noch intensiver, als wir das bisher gemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Dann komme ich zu Ihren Fragen und Frau Lehmann macht den Anfang. Eine Frage an Frau Reiser. Wie erklären Sie sich denn, dass Ihre Befunde offenbar dann doch so deutlich von den Wahlergebnissen jetzt abweichen? Also wenn man so sagt, so, das gibt einen hohen, also es gibt ein hohes, einen großen Konsens in Bezug auf Werte und Ziele und dann sieht man aber, dass gerade bei jüngeren Menschen, also den 18- bis 24-Jährigen, die AfD die stärkste Partei geworden ist. Und eine Frage an Sie, Herr Schneider, weil Sie sagten, Sie wollten die Mitte der Gesellschaft stärken. Derzeit liegt das Demokratiefördergesetz im Bundestag, also das muss der Bundestag entscheiden. Wie wichtig ist es der SPD-geführten Regierung, dass das noch kommt? Ich kann das kurz machen, mir ist das sehr wichtig, ich habe das im Kabinett auch eben noch mal gesagt, auch was die Förderung der zivilgesellschaftlichen Strukturen, Beratungsnetzwerke etc. betrifft, die insbesondere aus dem Familienministerium herausgefordert werden. Bisher sind das ja Projektmittel und keine gesetzlich garantierten Leistungen. Es wäre gut, wir hätten eine Festschreibung. Ich merke allerdings heute schon, und Sie wissen mal, wie sich was verändert, dass in manchen Regionen, wo es eine Mehrheit in den Stadträten gibt von eher AfD plus weitere, also Freie Wähler oder irgendwas, gucken Sie in den Stadtrat von Sonnenberg oder einen Kreistag, dass dann Projekte, die bisher mitfinanziert wurden, gar nicht mehr beantragt werden. Also weil die Kommunen müssen immer einen Kofinanzierungsanteil leisten und die fallen dann weg. Und ich habe also jetzt schon Leute, die früher dann fest oder was wir im gerade Zusammenhalt gemacht haben, dass sie jetzt schon das antizipieren und gar nicht mehr die Anträge stellen, weil sie wissen, sie scheitern an der Beantragung. Es verschiebt sich also etwas im Land, das ist bisher still und wir müssen, meine Aufgabe ist auch, das laut zu zeigen, aber Wahlergebnisse sind insbesondere da, wo sie kommunal bestimmt sind, so, dass ich dann nur auf die Vernunft in den Räten hoffen kann und natürlich auch diejenigen zu versuchen zu stärken, die dort weiterhin für sich politisch engagiert die Gesellschaft mitvertreten. Ja, sehr gerne. Ja, wenn wir uns den Wahlkampf oder die Wahlkämpfe für die drei ostdeutschen Bundesländer anschauen, dann konnten wir feststellen, dass neben einer starken Personalisierung und Polarisierung ja bestimmte Themen im Zentrum standen, gerade das Thema Migration, auch die Frage, inwiefern Meinungsfreiheit und andere Freiheitsrechte erfüllt sind, auch dieses Gefühl vieler ostdeutscher Bürger, Bürgerinnen zweiter Klasse zu sein, wurde aufgegriffen von insbesondere AfD und BSW und haben doch die öffentliche Debatte, den Wahlkampf sehr stark geprägt. Und das zeigt ja unsere Studie auch, das sind genau diese Themen, die durchaus in der Bevölkerung, auch bei den Jüngeren, umstritten sind. Und insofern stand eben gerade nicht das Einende, das Gemeinsame in diesem Wahlkampf im Zentrum oder wurde auch nur diskutiert, sondern wirklich diese, wie Steffen Maus sagen würde, Triggerpunkte, diese zentralen Themen, wo es eben deutliche Kontroversen gibt. Herr Jessen. Ja, Frage geht an Herrn Schneider. Ich beziehe mich auf die Untersuchung in der Studie auf Seite 148 bis 150. Da geht es darum, wie die Eliten selbst die Lage einschätzen, jetzt bei aller Problematik des Elitenbegriffs und ausgehend davon, dass ja die befragt wurden, die es in gewisser Weise schon erfolgreich geschafft haben, die also sozusagen eigentlich positiv eingestellt sein müssen. Da sind gravierende, wirklich gravierende Unterschiede in der Wahrnehmung der für Ursachen und Bedeutung von Unterrepräsentation. So ist immer noch ein größerer Anteil von westdeutschen Eliten der Meinung, dass die Ostdeutschen einfach nicht qualifiziert genug sind oder dass sie das gar nicht wollen. Und es ist ein sehr hoher Anteil von westdeutschen Eliten der Meinung, dass ostdeutsche Eliten gar nicht stärker repräsentiert sein müssten oder dass sich das bestenfalls auch von selber alles einrenken würde.
und dass wegen ostdeutscher Herkunft Benachteiligungen erfolgen, dass wir auch nur eine Minderheit der westdeutschen Eliten zur Kenntnis genommen haben. Woher kommen solche gravierenden Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede bei Menschen, denen man doch sozusagen auch intellektuelle Leistungsfähigkeit und Wissen unterstellen können sollte? Ja, Sie beziehen sich auf die Befragung zum Elisiten-Survey. Zunächst einmal, die ersten beiden Punkte teile ich nicht aus den Zahlen heraus, die Sie genannt haben. Sie haben gesagt, Ostdeutsche wollen keine Führungsposition, würden die Westdeutschen behaupten. 17-16, sehe ich keinen großen Unterschied. Das Argument Ostdeutsche fehlten den Qualifikationen, sagen 10% der Westdeutschen, also 90% sagen es nicht. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht die gar nicht Wahrnehmung, dass es ein Problem gibt. Ich bin ein Beispiel, ich war in einem großen Verband vor 2 Wochen und hier, die eine Auswertung von mir wollten zu ostdeutschen Wahlen. Und ich habe dann gefragt, wer denn eigentlich aus Ostdeutschland ist, gebürtig, Interesse halber. Aber ich wollte auch einen erhellenden Moment, weil ich dachte, es sind 3 oder 4 von den 50. Es war aber niemand, also gar niemand, null. Und das zeigt, dass dieses Bewusstsein dafür gar nicht da ist. Und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dafür arbeite ich. Und eine Bundesverwaltung, da wo wir es können, haben wir es geschafft. Wir haben den Anteil erhöht, wir haben aber vor allen Dingen durch harte, beständige Arbeit eine Sensibilisierung bei den Personalverantwortlichen hinbekommen und auch bei den politisch Verantwortlichen und auch bei den Beschäftigten selbst, dass sie sich verbünden und auch vernetzen. Gestern hat erst im Kanzleramt dazu eine Runde mit, ich glaube, 200 oder 300 Mitarbeitern aus der Bundesverwaltung mit Steffen Mau stattgefunden. Entscheidend ist aus meiner Sicht eher der Punkt wahrgenommene Ursachen der Unterrepräsentation. Wenn Sie dann auf die Sätze gucken, Benachteiligung wegen ostdeutscher Herkunft, da sagen 42% der Ostdeutschen das. Und das ist ja die Herkunft, das ist eher das andere. Ja, das heißt durch die Sprache, den Dialekt oder weshalb auch immer, wenn man es dann merkt. Und das haben die Ostdeutschen wahrgenommen. Das ist ja, das sind die Ostdeutschen, die das sagen, das sind relativ wenige. Und das ist insbesondere, sind die Zahlen Medien und Wirtschaft am frappierendsten. In der Wirtschaft ist sogar, dass es zurückgeht, also weiter zurück und kein Anstieg, selbst in Ostdeutschland nicht. Und das, obwohl wir in dem von 2016, Frau Häusermann, 2018, 60% der Elitepositionen, genau, 59% der Elitepositionen neu vergeben wurden. Hat es ein Minus gegeben, wirtschaftlich bei der Wirtschaft, und keinen Aufbau. Und das sehen Sie, dass insbesondere in diesem Bereich noch viel zu tun ist. Nachfrage, ich hatte die anfänglichen Zahlen auch so kontextualisiert, dass ich sagte, der Anteil der Westdeutschen, die sagen, die Ostdeutschen wollen nicht oder sie sind unterqualifiziert, ist höher. Ich habe nicht gesagt, dass der überwiegend ist. Das wirklich Dramatische finde ich aber in der Tat in der Frage der Bewertung von Maßnahmen, dass doch immerhin mehr als ein Drittel der westdeutschen Eliten sagen, es bestehe überhaupt gar keine Notwendigkeit, ostdeutsche Repräsentanz zu erhöhen. Das ist doch sozusagen für mehr als ein Drittel von befragten Eliten ein Dokument von Realitätsverweigerung. Oder wie würden Sie das bewerten? Ist das nicht eine Ursache, wenn man das runterbricht auf Wahlverhalten, aus dem sich dann auch Wahlverhalten für Parteien speist, die sich in allererster Linie als Vertreter der wahren ostdeutschen Interessen darstellen? Naja, sie tun so. Ist aber nicht der Fall. Also auch da, wir sind ja tolerant. In Thüringen, der Vorsitzende und Spitzenkandidat ist ja nur erkennbar, also bekannt nicht aus Ostdeutschland, spielt aber für die Wahlentscheidung keine Rolle. Nichtsdestotrotz, komme ich auf den Punkt zurück. Also erstens, keine Sensibilisierung, dass es das Problem überhaupt gibt, der noch Unterrepräsentanz Ostdeutscher. Ich habe dann auch zu den letzten Jahren die DAX-Vorständen, die Personalverantwortlichen eingeladen und sie gefragt, wie sieht es bei euch überhaupt aus? Die meisten haben sich diese Frage das erste Mal überhaupt gestellt und haben dazu keine Zahlen.
Also es gab es bisher nicht. Was ich also versuche, ist sensibilisieren, ermächtigen. Und das Zweite ist, ich meine, oben wird die Luft immer dünn. Und je mehr Konkurrenz Sie haben, desto schwieriger wird es. Und dass jetzt nun zusätzlich andere noch eingeladen werden, das muss man sich erkämpfen. Und man muss auch dafür sensibilisieren. Aber dass das freiwillig, wir haben ja in anderen Bereichen auch noch eine Differenz, was Frauen betrifft, aber auch was Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, sind auch nicht repräsentiert in dem Maße, wie sie aus meiner Sicht engagiert sind und was sie auch mitbringen. Und wenn es ursprünglich heißt, der Markt regelt alles und der sucht das Beste, kann ich nur sagen, das Gegenteil ist in dem Fall der Fall. Weil die Leistungsbereitesten, die am hungrigsten sind, sind aus meiner Sicht jedenfalls diejenigen, die von außen und neu kommen und nicht die quasi das Ganze schon geerbt haben. Und es sind aber selbst rekrutierende Systeme im Elitenbereich. Und man zeigt auch, dass die Wirtschaft in dem Punkt nicht wirklich gut funktioniert. Weil die Erfahrung, insbesondere die Transformationskompetenz, also aus nichts was zu machen und ganz schwierige Situationen trotzdem irgendwie zu meistern, das können viele Ostdeutsche einbringen. Und diese Kompetenz wird sträflich vernachlässigt und nicht abgerufen. Herr Jung ist dran und dann Frau Böse. Herr Schneider, im Vergleich zum letzten Jahr, als Sie den Bericht zum Stand der Einheit rausgebracht haben, wo Sie ja das wichtige Thema Vermögensungleichheit, sagen wir mal, weggelassen haben, haben Sie ja hier auch bestätigt, ist das zumindest in diesem Bericht Thema. Und die beiden Wissenschaftlerinnen schreiben ja auch, dass über 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung weiterhin markante Unterschiede in den Markteinkommen und den Vermögen zwischen Ost und West bestehen und dass diese systematischen Unterschiede, Zitat, sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten ja auch kaum verändert haben und wahrscheinlich auch in Zukunft sich nicht ändern werden. Ist das nicht, gerade jetzt auch im Hinblick auf das demokratische Miteinander, auf das gesamtgesellschaftliche Wir-Gefühl, was Frau Reiser angesprochen hat, nicht erschreckend? Naja, es ist, Herr Jung, ich habe ja die im letzten Jahr nicht bewusst ausgelassen, sondern... Haben Sie mir bestätigt, ich habe ja nachgefragt. Nicht bewusst ausgelassen, sondern das treibt mich ja als Sozialdemokrat und für den Verteilungspolitik und Chancengerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt, Und aus diesem Grunde habe ich nicht nur diesen Beitrag gebeten, sondern auch, was die Frage Vermögensaufbau betrifft, auch noch eine zusätzliche Studie in Auftrag gegeben mit politischen Handlungsempfehlungen. Die habe ich aber allerdings noch nicht. Was ich daraus ziehe, was Sie sehen können, ist, dass die Löhne und Gehälter in Ostdeutschland in den letzten Jahren überproportional gestiegen sind. Warum? Weil insbesondere im unteren und mittleren Einkommensbereich durch die Einführung und Erhöhung des Mindestlohns dort überproportional die Einkommen gestiegen sind. Das ist natürlich immer noch weiter unten als im Spitzenbereich, wie ja auch aus dem Text, wenn Sie die oberen 1% sich angucken, Ost-West-Unterschied erkennbar ist. Was allerdings politisch daraus, also was gesellschaftlich daraus folgt, ist eine höhere Unsicherheit. Also wenn Sie zur Miete wohnen, sind Sie immer abhängig davon, in welchem, also in Berlin ist es schwierig, ja, Mieten steigen, in Chemnitz geht es noch. Trotzdem sind Sie, natürlich ein Teil Ihres Einkommens geht darauf drauf und die Sparquote ist in dem Punkt niedrig. Und zum Zweiten, Sie haben geringere Einkommen auch aus dem Unternehmensbereich, das wird ja sehr dezidiert in dem Text auch ausgeführt, obwohl die Unternehmensanzahl relativ gleich ist. Aber das Kapital, also die Kapitalisierung der Unternehmen ist bei weitem nicht so groß, die Exportneigung, Umsatz, Gewinn etc. und dementsprechend auch das Markteinkommen nicht, sondern Ostdeutsche haben, wenn sie eine Gründung hatten, eher nicht die Skalierung gehabt, sondern sind Klein- und Kleinstunternehmen. Von 3 bis vielleicht 10 Beschäftigten. Und daraus kommen nicht die hohen Vermögen im Unternehmensbesitz- oder Eigentumsbereich und auch nicht die Einkommen daraus. Das ist nicht so ganz einfach politisch zu ändern. Aber ich sehe daraus einen Handlungsauftrag und werde dazu auch noch, wenn wir die Studie dann auch fertig haben, auch, also nicht wir, sondern im Institut, dazu auch noch mal denke, in diesem Jahr, wann kommt die? Ja, diesem Jahr, nochmal auf Sie zukommen. Ich möchte nur anmerken, dass ich explizit nach der Vermögensungleichheit gefragt habe und nicht über Einkommen reden wollte. Sie haben jetzt hauptsächlich über Einkommen geredet. Schade darum.
In dem Text der beiden Wissenschaftlerinnen wird auch der mehrheitliche Ausverkauf durch die Treuhand an Westdeutsche angemerkt. Das ist ja richtig. Und weil Sie vorhin von Bewusstsein und Bewusstsein schaffen geredet haben, Ihre Parteikollegin Petra Köpping aus Sachsen ist ja für eine unabhängige Kommission, sie nennt das Aufarbeitung der Nachwendezeit, und sie macht das insbesondere mit Hinblick auf die Treuhand deutlich, wo sie sagt, 95% der Westdeutschen können gar nichts mit der Treuhand anfangen. In Ostdeutschland ist es genau andersrum. Sind Sie, weil Sie Bewusstsein schaffen wollen, auch für so eine Kommission? Nein. Eine meiner Amtsvorgängerinnen, Iris Gleike, eine Dokumentation, Aufarbeitung in Auftrag gegeben, die auch im Übrigen im Vergleich zu Tschechien und Polen und den damit einhergehenden Prozessen. Ich empfehle diese Lektüre. Es gibt in den Landtagen Untersuchungsausschüsse etc. Ich halte das für müßig. In Teilen ist es eine Mythenbildung, in Teilen ist es berechtigt. Es hilft mir nur heute, im Jahre 2024, kein Millimeter mehr weiter. Und ich bin auch weit davon entfernt, zu sagen, alles, was die Treuhand gemacht hatte, wäre falsch gewesen und es sei ein Ost-West-Vermögenstransfer gewesen. Das ist falsch. Das ist falsch. Es gab einzelne, vielleicht auch mehrheitlich, Punkte oder Privatisierungen, wo man Westdeutsche bevorzugt hat und Ostdeutsche keine Chance hatten, weil sie nicht über das Einkommen verfügten, weil sie nicht über das Eigenkapital verfügten, weil sie die Kredite nicht bekommen haben oder weil es bewusst nicht gewollt war. Aber daraus zu schließen, dass dieser ganze Prozess bewusst fehlerbehaft war, das teile ich nicht. Und ich will mich an so einer Mythenbildung auch nicht weiter beteiligen. Das sage ich Ihnen ganz offen. Ich halte das für zu einfach. Frau Böse ist dann im Anschluss, Herr Sabelberg. Ich möchte Sie beide gern fragen nach einem Phänomen, über das es sogar inzwischen schon Bücher gibt. Das nennt sich die neue Entfremdung. Nach einer anfänglichen, ja großen Euphorie auf beiden Seiten und dann irgendwie so ein Antasten ist tatsächlich auf beiden Seiten, auf westdeutscher und ostdeutscher Seite eine ja, neue, vielleicht war sie auch immer da, eine Entfremdung zu beobachten, die jeweils andere Seite nicht versteht, nicht nachvollziehen kann, vielleicht auch nicht interessiert. Erstens, Frau Professor Reiser, deckten das Ihre Ergebnisse der Studie, die Sie haben? Können Sie das irgendwie mit Zahlen, mit Fakten untermauern? Und an Sie, Herr Schneider, wie beobachten Sie dieses Phänomen, diese neue Entfremdung? Ich kann damit gerne beginnen. Also was wir durchaus feststellen, ich will mal auf zwei Ebenen antworten. Das eine ist eben die Ebene der ostdeutschen Identität. Und hier können wir in der Tat feststellen, dass die sich in den letzten Jahren, also dieses Gefühl der Verbundenheit mit Ostdeutschland als Landesteil, angestiegen ist und dass nun ein größerer Anteil der Bevölkerung auch eben so ein Identitätsgefühl hat als Ostdeutscher, als Ostdeutsche. Das ist im Übrigen in Westdeutschland anders. Da ist Westdeutschland keine Kategorie, sondern da ist es entweder noch eine kleinräumigere Region wie, keine Ahnung, Badnerin oder Pfälzerin, aber nicht sozusagen mit Westdeutschland an sich. Also insofern, was das angeht, können wir sehen, dass sich hier also gerade in Ostdeutschland so eine regionale Identität herausgebildet und verstärkt hat. Insofern können wir hier schon auch eine Verstetigung und eine Verstärkung feststellen. Wir haben im Deutschlandmonitor darüber hinaus auch die Frage nach der Bewertung der deutschen Einheit und sozusagen inwiefern das vor allem positiv oder negativer wahrgenommen wird. Und hier muss ich Sie allerdings leider vertrösten. Wir finden nämlich noch im Auswertungsprozess, also das wird Teil des Gesamtberichts sein, der dann im Januar 2025 erscheinen wird, weil wir bisher uns vor allem auf dieses Schwerpunktthema konzentriert haben. Aber das ist in der Tat ein Thema, was wir weiter verfolgen und was eben auch ein zentrales Thema auch in diesem Diskurs um eine möglicherweise neue Entfremdung ist. Ja, vielen Dank. Also es gibt ja ein Buch, Ihrer Kollegin Jessie Weimer, die diesen Titel trägt,
Ich persönlich würde bei dem Identitätspunkt, bin ich bei Frau Professor Reiser, das hat sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet, hat viel mit der Erfahrung vor der Wende, aber auch danach zu tun. Insbesondere mit den harten Brüchen für viele Menschen nach der Wende, nämlich Erfahrungen des beruflichen Abstiegs und der hohen Unsicherheit. Und dazu kommt eine Verlusterfahrung, nämlich dass die Kinder gegangen sind. Das ist das, was bei ganz vielen tief drin steckt. Und in einem der Texte ist auch der Punkt mit drin, eine junge Frau, das klar war als Elfjährige, dass sie gehen wird, wenn sie eine Chance haben will woanders. Und das ist etwas, was es im Saarland vielleicht, aber in Bayern auf jeden Fall nicht in dem Maße gibt. Und im Osten war das lange Zeit so der Fall. Das ändert sich jetzt aber, die beruflichen Chancen, damit sich bei einem Großkonzern, die wir im Head Office arbeiten will, die wir kaum haben, gibt es ansonsten mittlerweile aber gute Chancen zu bleiben. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, was diesen Entfremdungspunkt betrifft, weil interessieren sich so viele Ostdeutsche dafür, wie es in der Pfalz tatsächlich ist. Ne, war mal da, guckt und so, aber ist es tatsächlich so? Oder ist man nicht doch immer wieder auch zurückgezogen auf seinen Bereich? Und ich habe viele oft erschreckende Erlebnisse. Sie wissen, mein Wahlkreis ist Erfurt und Weimar, das ist mitten in Deutschland, eine der schönsten, die ich meine, und aber auf jeden Fall der historischsten. Reise ist aus Jena und ich treffe doch viele Menschen, die noch nie im Osten, noch nie in Weimar waren. Ja, und das wundert mich dann doch immer wieder. Und will jetzt aber nicht anekdotisch damit anfangen. Ich glaube, es gibt den Wunsch nach mehr Gemeinsinn und Gemeinschaft. Und ich will mich jedenfalls nicht an einer weiteren Spaltung oder dem Trennen zu betonen, beteiligen, sondern das Interesse und die Neugierde an den jeweiligen Regionen und Eigenheiten, die Deutschland ausmachen in seiner Vielfalt, das jedenfalls in den Mittelpunkt meiner Arbeit rücken. Aber ich hoffe, glaube, dass es für jeden auch gewinnend sein kann. Ich würde gerne nachfragen, auch Sie beide nochmal. Ist es womöglich, ja, ein Teil des Problems ist die falsche Begrifflichkeit, aber trägt es auch das Wording dazu bei? Sie haben gerade, Professor Reiser, ein Beispiel genannt. Wir sprechen, die Politik, die Wissenschaft, wir Medien von Ostwahlen, aber man würde nie sagen, die Nordwahlen, die Südwahlen, die Westwahlen. Dann sagt man in Schleswig-Holstein, in Bayern, in Rheinland-Pfalz, aber dann, wenn es Wahlen in den neuen Bundesländern sind, sind es immer die Ostwahlen. Das hat, ob gewollt oder nicht, automatisch irgendeinen Zungenschlag, der vielleicht gewollt, vielleicht auch nicht ist. Aber muss nicht auch das Wording sich komplett ändern auf allen Seiten der Betrachtung? Interessanter Punkt. mit den Wahlen haben Sie schon recht. Aber es gibt halt mittlerweile, darf ich noch einmal auf den Fußball zurückkommen? Auch in der Süddeutschen Zeitung war ein Text, dass Schleswig-Holstein endlich das letzte Land ist, das auf der Landkarte nicht mehr ohne Bundesligisten ist. Das vergisst Sachsen-Anhalt und Thüringen leider. Karl Zeiss, Jena, Rot-Weiß, Erfurt haben es nie über die zweite Liga geschafft. Und die sind mittlerweile alle in der vierten, mehr oder weniger. Es gibt also einen eigenen Lebens- und Erfahrungsraum, der ein bisschen, bis auf wenige Ausnahmen, in Berlin oder sowas, sich selbst, naja, ein bisschen selbstreferenziell auch ist, aber jedenfalls über die normalen Landesgrenzen hinausgeht. Und das hat etwas, glaube ich, insbesondere, also weniger, wahrscheinlich mittlerweile weniger mit den 40 Jahren DDR und mehr mit den 35 Jahren danach zu tun, ist aber keine westdeutsche Erfindung, sondern, also ich bin da nicht bei Herrn Oschmann, sondern bei Mao, sondern ist eigentlich identitätsstiftend. Und ich jedenfalls überlasse das nicht den Rechten. Vielen Dank. Vielleicht nochmal
auch noch mal zwei Antworten. Das erste vielleicht in Ergänzung noch mal zu dem, was ich eben gesagt habe, dass wir regionale Vielfalten haben, und da stimme ich Herrn Schneider zu, ist ja etwas Positives, das zeichnet uns als Deutschland aus, ist ja auch historisch und traditionell tief verankert, impliziert also nicht per se eine Entfremdung, wenn ich mich als Ostdeutsche oder als Bayerin auch empfinde, weil was wir eben nicht vergessen dürfen, ist, dass die Identitäten ja in der Regel nicht ausschließend sind, sondern sich auch gegenseitig ergänzen. Also man fühlt sich als Europäerin, als Gesamtdeutsche, als Ostdeutsche und vielleicht als Thüringerin. Und insofern impliziert das nicht per se eine Entfremdung. Was wir aber trotzdem sehen, und das schließt an Ihre Frage nach den Ostwahlen, das ist letztendlich auch genau ein Ansatzpunkt des Deutschlandmonitors gewesen, was diese Kommission 30 Jahre deutsche Einheit eben auch bewusst fördern wollte und was auch unsere Studie wirklich leitet, ist, dass wir sehr häufig, wenn wir Analysen machen und sozusagen Cluster nach Ost und West durchaus Unterschiede sehen, aber diese Heterogenitäten, die es sowohl innerhalb Ostdeutschlands gibt, als auch innerhalb Westdeutschlands damit ein Stück weit überdecken. Und genau das ist letztendlich auch unser Ansatz im Deutschlandmonitor, dass wir zwei Ebenen haben. Also ich würde sagen, diese Ost-West-Kategorie ist insofern noch relevant, weil es eben spezifische Erfahrungen, Erfahrungsräume, kollektive Erfahrungen, also Diktaturerfahrungen, Transformationserfahrungen, gibt auch bestimmte Prägungen, die da durch sind, also auch kollektive Erfahrungen. Und insofern wird das heute auch noch als relevant angesehen. Deshalb halte ich es auch weiterhin oder zumindest zum aktuellen Zeitpunkt für eine relevante Kategorie. Aber es darf eben nicht die einzige sein. Und deshalb haben wir im Deutschlandmonitor einen regionalisierten Ansatz, wo wir eben gerade versuchen wollen, unter diese Ebene zu schauen und zu schauen, welche regionale, lokale Vielfalt sich eben in den einzelnen Landesteilen, aber auch quer dazu zeigen. Und wir haben ja im vergangenen Jahr den ersten Deutschlandmonitor durchgeführt, hatten da das Schwerpunktthema Stadt-Land. Und da hat sich sehr deutlich gezeigt, dass die Problemlagen, die Herausforderungen, die Wahrnehmungen in den ländlichen Räumen sehr ähnlich sind, egal ob jetzt eben der ländliche Raum in Thüringen ist oder in Bayern. Also es gibt spezifische Problemlagen, spezifische Erfahrungen, aber eben auch sehr viele Erfahrungshintergründe und Problemlagen, die eben quer dazu liegen. Und deshalb denke ich, es ist sehr wichtig, also insofern würde ich eben sagen, wir brauchen beides. Also wir müssen diese Kategorie, glaube ich, noch ernst nehmen, weil es auch für die, weil es eben dieser gemeinsame Erfahrungsraum ist. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, sondern müssen differenzierter und tiefer schauen, um dann auch darüber wirklich zu Handlungsempfehlungen, Lösungsmöglichkeiten zu kommen, die wir eben nicht kommen, wenn wir alles immer in eine Box packen und gemeinsam bearbeiten. Dann ist jetzt Herr Sabelberg dran und im Anschluss Herr Warwick. Haben Sie ein weißes Mikro? Ja, ja, hallo. Ich komme aus den Niederlanden. Ich habe eine Frage jeweils an Sie beiden. Herr Schneider, also zuerst hörte ich Sie sagen über, nach der Wahl, dass Sie eigentlich was da rausgekommen ist bei den Rechtspopulisten, Rechtsextremen, dass Sie gesagt haben, das schadet Deutschland. Also können Sie benennen, wie und warum das Deutschland schadet? Und das Zweite ist, Frau Reiser, Sie sprachen über die jüngeren Menschen, dass es auch eine Angleichung gibt, zum Beispiel in die Gesellschaftsbilder, also dass man sozusagen nicht auseinander dividiert, sondern auch aufeinander zugeht. Was, glaube ich, sich herausgestellt hat, ist, dass gerade bei den Allerjüngsten, ab 16 Jahre, dass die AfD da am meisten populär ist. Und ich glaube überhaupt, das Kohort unter 60 Jahren, das die AfD in Brandenburg Nummer 1 besetzt hat. Also wie können Sie das noch so stehen lassen, wenn sich quasi darstellt, dass die AfD in diesem Teil einen großen Sieg gewonnen hat?
Also ich habe das bezogen auf die jeweiligen Bundesländer. Und dort schadet es in der Tat, und das ist nämlich die Frage der Reputation und der politischen Zusammenarbeit. Warum sage ich das? Weil das größte Herausforderung für Thüringen zum Beispiel ist gesteuerte Zuwanderung, Rückwanderung von Menschen, die Thüringen verlassen haben, wir zurückkommen möchten, sollten, brauchen wir, und die Überalterung, insbesondere in den ländlichen Regionen. Und da brauchen Sie nicht mal Ausländer zu sein. Sondern die Frage, möchten Sie in einem Ort leben, der über 50% AfD hat? Das überlegen Sie sich dreimal. Das merke ich jetzt schon bei Studierenden, ich merke es aber auch bei selbst der Universität Weimar. Ich meine, Weimar, da hat die Linke hat da den Wahlkreis gewonnen, da gab die AfD, sieht da keine Schnitte. Trotzdem wird das alles unter einen Hubel getan, hat Schwierigkeiten im Mittelbau oder auch im Bereich der Professoren auch, ist das ein Problem. Das muss man benennen, und es verstärkt sich sogar, gerade in den Regionen, die schlechtesten demografischen Voraussetzungen haben, korreliert mit der Höhe des AfD-Wähleranteils. Also in Thüringen ist das so. Und da eine Wende hinzubekommen und Menschen, dass sie dorthin ziehen, wenn man den Eindruck hat, das ist gar nicht gewünscht, sondern das soll ein exklusiver Volkskörper bleiben, dann sind meine politischen Handlungsmöglichkeiten sehr begrenzt. Und das meine ich damit, dass das eine der Auswirkungen wird. Und die Frage von, ökonomisch ausgedrückt, Humankapital ist die ganz entscheidende Wachstumsfrage in Ostdeutschland. Bitte? Die Frage von Humankapital. Also, gut ausgebildeten Menschen überhaupt, die erwerbsfähigen Alter sind, insbesondere Frauen, fehlen, und die brauchen wir. Und dafür müssen sie aber einladend sein. Ich jetzt als Carsten Schneider empfinde das nicht als einladend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich wohne in Berlin, ich wohne nicht in diesen Wahlkreisen. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, auf den ersten Blick ist das erstmal ein sozusagen frappierendes Ergebnis und auch etwas, was noch genauer untersucht werden muss. Was erklärt nun diese Wahlerfolge und Entscheidungen bei den jüngeren Menschen? Ich will zwei mögliche Erklärungsansätze hier mal rausgreifen. Das eine ist, dass wir ja gerade bei den jüngeren Menschen und dann noch mal verstärkt in Ostdeutschland sehen, dass wir in der Regel sehr schwach ausgeprägte Parteiidentifikation haben. Das heißt, hier ist eben die Wahlentscheidung noch deutlich volatiler und sozusagen viel stärker auch von kurzfristigen Faktoren abhängig. Und das sind zum einen die Themen, die im Wahlkampf zentral sind. Wir haben also bei vorherigen Wahlen auch schon gesehen, als das Thema Klima ein großes Thema war, Fridays for Future, haben wir gesehen, dass gerade in den jüngeren Altersgruppen sehr viele junge Menschen dann auch die Grünen beispielsweise gewählt haben. Und wir haben eben in diesem Jahr gesehen, dass ganz andere Themen hier im Fokus standen. Und darüber hinaus, gerade weil eben hier diese Parteiidentifikation bei den Jüngeren bzw. in Ostdeutschland ja auch allgemein auf einem deutlich niedrigeren Niveau ist, spielt eben der Wahlkampf auch eine zentrale Rolle. Und hier sehen wir, dass es der AfD sehr gut gelingt, über die sozialen Medien auch spezifische Angebote für junge Menschen zu machen. Also haben hier eine deutlich höhere Reichweite, als wir das bei anderen Parteien so sehen können. Und gerade auf dem Land sind auch sehr viele Parteien und Organisationen, auch zivilgesellschaftliche Organisationen, nicht so stark verankert, nicht so stark vernetzt. Und insofern spielen hier auch teilweise die Strukturen, auch gerade der AfD, eine sehr zentrale Rolle für die Politisierung, für die Einbindung. Und ich denke, hier liegt auch ein zentraler Schlüssel für die Zukunft, hier also vor Ort zivilgesellschaftliches, politisches Engagement zu stärken, aber wie gesagt auch zielgruppenspezifische
Anfrage, also Jugendliche, zu adressieren auf den Kanälen, die sie selber nutzen, also von TikTok über sonstige Kanäle. Und das ist, wie gesagt, der AfD deutlich besser gelungen als vielen anderen Parteien. Aber wie gesagt, das ist nicht die komplette Antwort, aber das sind zwei mögliche Erklärungsansätze. Dann Herr Warbeck und dann habe ich zum Schluss auf der Liste Herrn Meurer noch. Eine kurze Verständnisfrage. Wohl einer der eklatantesten Sektoren, was Unterrepräsentation von Ostdeutschen angeht, ist ja der Wissenschafts- und Universitätssektor. Also korrigieren Sie mich gerne, aber ich glaube, bis Stand 2024 Justiz. Bis Stand 2024 kein einziger Rektor oder Rektorin in Ostdeutschland, auch ostdeutscher Provenance. Da würde mich interessieren, wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie das durchaus letztes Jahr erfasst, diesen Bereich Wissenschaft und Universitätssektor. Diesmal habe ich das nicht gefunden. Da wollte ich nur fragen, was der Grund ist, diesen Hauptsektor neben Justiz und unser Genre Journalismus ist auch ordentlich unterrepräsentiert. Aber wieso, wie zumindest dieser Sektor, wo man ja auch durchaus eingreifen kann, nicht erwähnt wurde? Er ist enthalten in der Datenbank. Genau. Ja, genau. Also die Wissenschaft ist weiterhin enthalten in der Analyse. Also es gibt ja die Leipziger Elitendatenbank, die eben die Eliteposition in allen 12 Sektoren untersucht hat und eben auch analysiert hat, wie sich der Anteil eben in den einzelnen Sektoren von 2018 zu 2022 entwickelt hat. Und da ist die Wissenschaft auch enthalten. Wir haben ja auch mit Frau Krande in Senftenberg jetzt auch die erste ostdeutsche Universitätspräsidentin. Aber ja, also wurde als Sektor nicht ausgeschlossen, sondern ist weiterhin beinhaltet in der Analyse. Ist hier nur, die Tabellen sind nicht abgedruckt können, aber auf der Seite des Elitenmonitors nachgesehen werden. Aber vielleicht noch zu einem Punkt, es gibt da noch von der Universität Frankfurt am Main, Präsident. Ostdeutscher. Und wir haben auch eine positive Entwicklung beim Bundesverfassungsgericht. Die Frau Hertel, selbst hier Autorin, in dem Bericht ostdeutscher Herkunft, aber auch, ich komme auf den Namen des Kollegen nicht, den die Sachsen vorgeschlagen haben. Also sind jetzt zwei. Also es sensibilisiert sich, es kommt ganz langsam, aber es wird. Ja, Herr Schneider, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie entsprechende Repräsentationsdaten auch von den ganzen Bundesministerien abgefragt. Können Sie es ein bisschen konkretisieren? Also jetzt ein bisschen populär runtergebrochen, die drei Ministerien mit der höchsten Repräsentation und die drei mit der niedrigsten. Das haben wir. Haben wir nicht? Machen wir nicht, oder? Kommt drüber. Das machen wir im Nachgang. Ja? Wir arbeiten dran. Das Kanzleramt sieht gut aus. Vielleicht darf ich Ihnen noch einen Punkt sagen, noch eine Empfehlung den Kollegen von Niederlanden, aber Professor Michael Bär, Arbeitsmarkt Thüringen, seit 58, nur damit man ein Gefühl kriegt. Thüringen hat 1 Million Erwerbstätige. Die Zahl wird bis 2035 um 140.000 zurückgehen, 140.000. Ist im Übrigen im letzten Jahr auch schon zurückgegangen, aber er beschreibt eben auch ein paar Beispiele in der Provinz, in Pößneck, in Stadt Ilm, bei Domal, Pößneck, Druck, Bertelsmann, wie es funktioniert, wenn man sich darauf einlässt und eben auch Antennen für Menschen mit Migrationshintergrund hat, dass es auch selbst in Kleinstädten positive Entwicklung geben kann. Aber dafür muss man eben offen auch dafür sein. Und das meinte ich mit der Gefahr, wenn das Signal ist nein, dann nein. Sie können uns die Infos zu den Top 3 und Bottom 3 bei der Repräsentation gerne ans Büro weiterleiten und wir geben es weiter über unseren BPK-Verteiler. So machen wir das bei der REC-PK auch mit Nachreichungen. Und dann macht den Abschluss mit der letzten Frage Herr Meurer. Ja, Frage an Frau Professor Reiser. Lange war ja Ostdeutschland eigentlich immer charakterisiert worden als eine solidarische Gesellschaft, vielleicht auch begründet in der Mangelwirtschaft, Nachbarschaftshilfe waren so Dinge. Insofern hat es mich jetzt überrascht, dass das Wir-Gefühl so stark vermisst wird oder nicht da ist. Hängt das auch mit einer unterschiedlichen Erwartungshaltung vielleicht zusammen, dass das unterschiedlich bewertet wird? Das wäre die Frage an Sie und an Herrn Schneider. Diese Überschrift Ost-West frei vereint unvollkommen,
Ist diese Vision, dass die vielleicht mal heißt, frei, vereint, gelungen? Ist die noch da? Was muss passieren und in welchem Horizont muss man die machen? Ja, also ich wollte hier nicht so eine Propagandanummer machen, als ist super, sondern glaubt eh keiner, sondern wir sind auf, es ist ordentlich, wir sind freies Land, wir sind ein vereintes Land. Kaum jemand in Europa hätte sich vor 35 Jahren das vorstellen können, dass sowohl die Polen als die Balten, deswegen ist der Artikel ja auch mit drin, sich bitten darum, dass Deutschland mehr Verantwortung da auch übernimmt und das quasi uns vor die Füße legt. Und das ist etwas, wo wir viel weiter sind. Aber unvollkommen, weil wir natürlich mittendrin noch sind. Und ich habe ja ein paar Beispiele genannt, wo es einfach Ignoranz gibt. Ich könnte da noch weitergehen, wenn im kulturellen Bereich, aber das will ich jetzt nicht machen. Aber die Fortschritte sind jedenfalls aus meiner Sicht da, aber es ist eben auch noch nicht, insbesondere bei den ökonomischen Fragen, vorhin Herr Kollege hatte ja die Nachfrage, was die Vermögensbildung betrifft, ist es noch offen. Ich will aber mal einen Satz noch zu dieser scheinbaren Solidarität geben. Also das scheint mir so eine Chimäre aus Ost-DDR-Zeiten noch zu sein. Also wir haben, wenn ich in die Kaufhalle einkaufen gegangen bin, es gab irgendwas, dann habe ich das immer den Auftrag gehabt, das mal mitzubringen, für andere auch, klar, ohne zu fragen. Aber warum? Nicht aus großer Timo und seiner Trupp-Mentalität, sondern weil dann klar war, das nächste Mal machen die das umgedreht genauso. Also es war mehr eine Notgemeinschaft als eine Solidargemeinschaft. So, im Nachklapp würde ich das so sehen. Trotzdem kann man sagen, dass also weiterhin sehr stark, also wir haben ja das gefragt, so bei den Vorstellungen einer gewünschten Gesellschaft, und da spielt die Solidarität, das Miteinander weiterhin eine sehr, sehr große Rolle. Im Übrigen nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch insgesamt wird das als eine sehr zentrale Zielvorstellung gesehen, dass es diesen Zusammenhalt, dieses Wir-Gefühl gibt. Und wir haben, wie gesagt, im vergangenen Jahr bei diesem Thema Stadt-Land das auch untersucht auf der lokalen Ebene, also wie fühlt ihr denn den Zusammenhalt vor Ort? Und da wurde das auch in Ostdeutschland, gerade auch in den kleinen Kommunen, als sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig bewertet. Was jetzt in diesem Jahr abgefragt wurde, war ja die Frage, gibt es ein Wir-Gefühl in der Gesamtgesellschaft? Also gar nicht sozusagen für Ostdeutschland oder für bestimmte Regionen, sondern in der gesamten Gesellschaft. Habt ihr das Gefühl, dass wir hier gerade einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, um das eben abzugleichen mit der Zielvorstellung? Und hier zeigt sich eben ein sehr deutlicher Kontrast. Also es wird sehr wichtig gesehen, dass es diesen gibt, aber in der Praxis, in der tatsächlichen Situation aktuell wird eben dieser gesellschaftliche Zusammenhalt als sehr niedrig bewertet. In Ostdeutschland wird dieser gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt noch mal niedriger beurteilt. Und ich denke, das hat, also das ist zumindest eine mögliche Interpretation, eben gerade auch damit zu tun, dass sehr häufig das Trennende, das Spaltende in den öffentlichen Debatten steht und eben nicht das Gemeinsame, das Einende. Also insofern können wir jetzt auf unseren Daten nicht feststellen, dass die Ostdeutschen nicht mehr Solidarität als ein zentrales Gut und einen zentralen Wert anerkennen, sondern stattdessen gerade auch in der Kombination mit dem letzten Jahr können wir sehen, dass das weiterhin als ein sehr wichtiges Element der Gesellschaft wahrgenommen wird. Vielen Dank für diesen interessanten Nachmittag, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Ihr Kommen und für die vielen interessierten Fragen, und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Danke.